Herzlich willkommen zu GTA Online. Im heutigen Video zeige ich euch ein paar verschiedene Jogger, die ihr für den männlichen Charakter bekommen könnt. Ich zeige die euch mal ganz kurz, dass ihr das kurz seht, was da so alles dabei ist. Gut, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen zurück. Bevor wir starten, will ich euch noch darauf hinweisen, dass es sich um einen Transferglitch handelt. Ihr verliert also all eure Outfits, außer das, was ihr jetzt gerade anhabt. Gut, als erstes gehen wir auf Online und in die Charakterauswahl. In der Charakterauswahl wählt ihr euren Zweitcharakter, der muss weiblich sein. Und der wird am Ende des Transfers auch gelöscht. Und dann sehen wir uns gleich im Kleidungsgeschäft. So, jetzt sind wir... Ja, Lama. Im Laden angekommen. Und jetzt müssen wir hier ein paar Outfits erstellen. Ist ziemlich leicht. Als erstes holen wir uns unter Nummer 24 die nachtschwarze Kampfstiefel. Zieht diese an. Da draußen knallt's. Gut, ich geh mal passiv. Dann brauchen wir noch ein Oberteil. Das findet ihr unter Tanktops. Und zwar brauchen wir hier... Wo ist es dran? Da, dieses. Zweifarbiges Tanktop. Zieht auch dieses an. Jetzt gucken wir noch bei Stil. Dürfen wir gar nichts anhaben. Gut, und jetzt erstellen wir das Outfit, also die Outfits beziehungsweise. Und zwar gehen wir hierfür unter Leggings. So, jetzt müssen wir hier, ich glaube, 12 oder 13 abspeichern. Also zieht es an, speichert es ab. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Immer schön weiter. Die sind auch... Ach ja, Nummer 4. Gut. Nummer 5. Die nächste. Das ist auch relativ geil, da alle nebeneinander sind und man da nicht groß rumsuchen muss. So. Take as long as you like. Ist die rote noch? Ich glaube 12 oder 13 Outfits müssen wir uns hier speichern. There you go. Thank you. Jetzt haben wir es dann auch gleich. 10. Also theoretisch 11 eigentlich. Oh. Oh, oh, oh. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Moment. Also die letzte ist die Orange. Leggings, die Orange. Okay. So. Jetzt die ja noch. Nummer 12. Und jetzt müsst ihr hier zwei überspringen. Drei. Ihr müsst noch ein Outfit speichern mit den hell gemusterten Leggings. Und dann haben wir das auch schon. Speichern. So. Zack. Gut, jetzt haben wir die Komponenten erstellt und jetzt gehen wir auf Online und auf Editor. Im Editor geht ihr auf Rennen und Einführung. Und jetzt könnt ihr Optionen drücken, geht auf Online und in die Charakterauswahl.
Charakterauswahl löscht ihr jetzt euren Zweitcharakter. Löschen, löschen, so, gut. Und jetzt fangt ihr an, Kreis zu spammen. Spammen, spammen, spammen. Gut. Und jetzt haut's uns in den Story-Modus. Vom Story-Modus gehen wir auf Online. So, im Online-Modus angekommen, speichern wir jetzt als erstes unser aktuelles Outfit an. Ab, nicht an, genau. Gut, also so wie es aussieht, hat es funktioniert. Ich speichere das mal ganz kurz ab. Gut, und jetzt gehen wir mal gucken. Jetzt könnt ihr all die Outfits sehen. Also ihr könnt, das Oberteil könnt ihr wechseln, die Schuhe jedoch gehen nicht. Also wenn ihr die Schuhe versucht zu wechseln, dann wird die Jogger zu einer normalen Hose. Aber Oberteil und alles, also das ist alles kein Problem. Da gibt es ja auch für jede Jogger hier gibt es ja auch ein passendes T-Shirt, sage ich mal. Ich kann das euch jetzt gerade mal kurz noch zeigen. Unter Gun Running T-Shirts, glaube ich, ist es. Gun Running, genau. Jetzt ist dieser Sakko noch da. Da sieht man ja die ganzen T-Shirts, die halt für jede Jogger, also die es für jede Jogger gibt. Also das ist auch noch relativ cool. So. Könnt ihr auch gemütlichen Helm anziehen, also ihr könnt da alles machen, Handschuhe, was ihr natürlich wollt, außer eben, sag schnell, die Schuhe. Die gehen leider nicht. So, und jetzt sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke... Ah ja, danke schön dafür. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Folgt mir doch gerne auf Instagram, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Folgt auch gerne oder abonniert BierTrinkerLP und wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Gut, machen wir hier kurz einen Cut. Hallo, du Schrott. Scheißspiel, ey.